So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben ein kleines Oster-Unboxing für euch vorbereitet. Ich befinde mich nämlich hier im Area 51 und deswegen, nein, können wir nicht sagen, das ist hier Privatsphäre. Gell? Da hinten sitzt Marie, kennt ihr Marie? Dann machen wir kurz so, hallo Marie! Genau, die isst nämlich Pizza und da kann man nicht reden, wenn man den Mund voll hat. Das ist nämlich, steht so im Knicke drin. Pups, die hat mir was zu Ostern geschenkt und das ist jetzt in einem Paket drin und ich weiß nicht, was das ist. Und da hat sie gesagt, das kannst du ja mal auspacken vielleicht. Und bevor ich zu dem Paket komme, gibt es hier diese Ostersalami. Kennt ihr das? Das ist das, wo der Adi meistens hingeht, wirft das runter, macht den Deckel auf, geht hier rein, nimmt sich dann die Frühlingssalami raus und isst die einfach komplett auf. Das ist ja schon mal passiert. Ich glaube, das war sogar eine Frühlingssalami, oder? Oder war es eine Weihnachtssalami? Es gibt auf jeden Fall, gibt es die hier als Weihnachtsmänner mit einem Weihnachtszippel obendrauf. Und es gibt die natürlich auch als Osterhasen, ne? Habt ihr auch schon mal so eine schöne Ostersalami gehabt und gegessen oder eine Weihnachtssalami? Die schmecken besonders gut, die sind auch schön fettig, für mich geeignet. Und der Adi, dem schmeckt es auch immer. Aber der Adi ist jetzt nicht hier. Hier ist höchstens die Molly, aber die sieht man nicht. Die ist nämlich unsichtbar, die hat sich Sandra nämlich nur ausgedacht, damit sie sagen kann, sie hat auch eine Katze. Spaß. Und jetzt haben wir hier dieses Paket. Und ich weiß nicht, was das ist und sie hat extra jetzt den Absender eben mal irgendwie noch unkenntlich gemacht. Deswegen dürfen wir da gar nicht drauf schauen, was das ist. Wir müssen nur versuchen, das jetzt hier irgendwie aufzumachen. Ist aber jemand neugierig. So, dann, das ist bestimmt vom Karls Erdbeerhof. Nee, ist es nicht, da hat sie schon geschüttelt. Pass auf, dann lass mich noch mal raten. Das ist von der Samyang Industrie. Nee, weil die, da kann man ja gar nicht bestellen. Ich muss zwischendurch immer hier das Stativ wieder ein Stück hoch machen, weil es irgendwie immer runterrutscht. Jetzt machen wir das mal so auf und so auf und hier drüben auf. Und dann sehen wir, dass da was drin liegt. Dann machen wir es noch mal auf. Bier und mehr. Pass auf, hier, da ist eine Rechnung, da ist was anderes. Hä? Nein. 8 Stück? Da passen aber 10 rein. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Und hier ist irgendwie, da ist noch ein Aufsteller mit dabei. Das ist ja sehr verzwickt. Hier sind auf jeden Fall, ich sehe Bierflaschen. Guck mal, das sieht aus, als hätte schon einer 2 Stück rausgemaust. Und würde was fehlen. Gleichzeitig habt ihr hier aber so ein Papp drin. Wahrscheinlich kann man das wie so ein Träger, Sixpack, einfach zusammen machen, zusammenfalten. Ja, vielleicht. Auch wenn ich das nicht hinkriege gerade, funktioniert das bestimmt so ähnlich. Sandra, Hilfe, es geht nicht. Hä? So, perfekt, jetzt kann alles durchfallen. Und hier oben und da und ich glaube eigentlich hätte sie das schon auspacken können und hätte das irgendwie hier so reingemacht. Nein, das muss ja unten rein, damit das dann drüber geht, links und rechts und hier oben und hier unten und dann macht man das hier. Da ist auf jeden Fall was zum Basteln dabei. So, und jetzt kannst du diesen Karton, sieht aus wie Capri-Sonne, nehmen und kannst du zu Ostern verschenken mit dem Hängel dran und der andere, der kriegt das dann. Was jetzt nicht so ist, weil es ja leer, aber könnte man sich selbst befüllen. 8-mal Pilz für den Osterspaß. Hasenpfeffer, Osterbräu, I love you. Ist das alles dasselbe Bier oder sind das unterschiedliche Sorten? Frühlingsgefühle, nochmal Hasenpfeffer, I love you. Pfefferbier? Ich glaube, das steht einfach nur so drauf. Ostern ohne Ei ist wie Weihnachten ohne Router. Osterei für Männer. Die Männerbier-Dings, was ist denn das her? Bier
Die Seite kenne ich gar nicht. Und da kann man einfach Bier bestellen. Wenn man das aber, hier rein tut, dann fliegt das doch alles quer rum. Also das System verstehe ich immer noch nicht. Hier hätten doch jetzt diese Fächer sein müssen, wo man dann diese 8 Biere reinstellt, so wie es eben hier ist. Außer man muss die Fächer von hier mitnehmen und muss sie dort auch mit reintun. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Flaschen an. Wir haben also einmal Frühlingsgefühle. Osterei für Männer, Edition Spaßbiere, Pilsner, 4,9. Da könnte man irgendwann ein Osterbier-Tasting machen. Also Frühlingsgefühle, ihr seht, da ist ein osterliches Bild drauf, da sind Eier, alles dabei. Dann haben wir hier einmal I love you. Ah, Osterei für Männer, Pilsner. Ich denke mal, das ist alles dasselbe Bier. Aber, also da, 8 Bier im Tasting, wo jedes das gleiche ist, das ist genial, das müssen wir mal machen. I love you, habt ihr hier nochmal. Da sind noch 2 Häschen drauf. Alles sehr schön bunt gemacht. Sieht auf jeden Fall nett aus. Dann haben wir hier nochmal die Frühlingsgefühle. Haben also 2:1. Dann haben wir hier Osterbräu. Oh mein Gott. Hast du gesehen, dass da ein Pimmel drauf ist? Hier fliegt einfach ein Penis durch die Gegend mit Hodensack und Flügeln. Da ist es Spaßbier, ne? Wieder Pils, stellen wir hier rüber. Haben nochmal das I love you. Hasenpfeffer mit einem grünen Etikett. Das wäre spaßig, wenn da einfach jetzt Pfeffer drin wäre mit Bier. Ja, dann müssen wir nochmal das Osterbräu haben mit Penis und dann nochmal das Hasenpfeffer. Wenn wir ganz schlau sind, kann man bestimmt das hier rausnehmen und hier rein tun. Und wie ich schon sehe, nee, geht's nicht. Das ist nämlich viel zu groß, das passt gar nicht. Also es ist doch nicht so dafür gemacht. Ihr sollt die Biers also alle einfach hier rein stellen und so als Box dann verschenken. Super, so sieht das gut aus. So habt ihr dann eine richtige Bierbox, die hier dann, ah, wie rum war das jetzt? So und dann so und dann wieder hier, weil das muss ja hier durch. Und das dann hier drüber, aber vorne zu und hier mit der Schlaufe und dann hier rein. Jetzt habt ihr ein Osterei für Männer. Also der nächste, der mich besucht, mit dem machen wir dann mal ein Bier-Tasting. Da wissen die Leute nämlich nicht mehr, dass das alles das gleiche Bier ist. Und dann sag mal, ja, jetzt testen wir das I love you, dann das Hasenpfeffer, dann das Frühlingsgefühl und dann das andere. Mal gucken, wenn die nicht wissen, dass das gleiche ist, ob die dann sagen, das ist gut, das ist besser als das letzte. Oder, ne, das schmeckt mir gar nicht. Ich fand das dritte immer noch am genialsten. Ansonsten, was habt ihr zu Ostern bekommen? Danke, Pupsi. Da können wir ja heute Abend uns einen antrinken. Ich mache das Tasting einfach mit dir. Vielleicht trinkt Pupsi ja eine Flasche Bier mit mir. Die trinkt nämlich sonst kein Bier. Aber heute ist ja Ostern und so. Als ihr das Video seht, ansonsten... Was habt ihr zu Ostern bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie war euer Osterfest? Was habt ihr so gemacht? Vor allem, was gab es zu essen? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.